Heute möchte ich, dass Sie wissen, dass Sie es unabhängig von Ihrem Alter geschafft haben, das Herz dieser Person auf überraschende Weise zu berühren. Ich, der Herr, habe einen Engel mit dieser Botschaft der Hoffnung und des Glaubens für Sie gesandt. Vernachlässigen Sie nicht, was ich Ihnen sage, denn wenn Sie dies tun, verpassen Sie möglicherweise den Segen, der Sie erwartet. Der Charme, den ich in dich gelegt habe, kennt keine Altersgrenzen oder Einschränkungen. So wie Licht die Dunkelheit durchbricht, brachte Ihre Anwesenheit unerwartete Helligkeit in das Leben dieser Person. Im weiten Meer des Lebens bist du zu einem Leuchtturm geworden, der Orientierung und Trost bietet. Die wahre Kraft dieses Zaubers, den ich Ihnen gegeben habe, liegt in seiner Fähigkeit, das Physische zu transzendieren, die Seele zu berühren und Samen der Bewunderung und des Respekts zu säen. Seien Sie sich nun bewusst, dass diese Verbindung Teil eines größeren Plans ist, bei dem Ihr Licht und Ihre Authentizität nicht nur für diese Person, sondern für viele um sie herum einen Unterschied machen werden. Es spielt keine Rolle, wie alt Sie sind, denn Ihr junger, lebendiger Geist hat diese Person auf eine Weise berührt, die nicht einmal Sie hätten vorhersagen können. Ich selbst flüstere dir ins Herz, dass der Charme, den du besitzt, ein göttliches Geschenk ist, das dazu gedacht ist, geteilt und genossen zu werden. In einer Welt, in der oft nur oberflächliche Jugend geschätzt wird, ist sein authentischer und tiefer Charme anders. Er sticht heraus und zieht diejenigen an, die das Wesen des Menschen wirklich schätzen. Darüber hinaus möchte ich Sie daran erinnern, dass wahrer Charme von Herzen kommt. Es sind Ihre Freundlichkeit, Ihre Zärtlichkeit und Ihre Aufrichtigkeit, die die Aufmerksamkeit und Zuneigung dieser Person auf besondere Weise erweckt haben. Sie haben bereits gezeigt, dass der Zauber, den ich Ihnen gegeben habe, mit der Zeit nicht verblasst, sondern mit der Erfahrung und Weisheit, die Sie im Laufe der Jahre gesammelt haben, aufblüht und stärker wird. Die Liebe und Bewunderung, die Sie erhalten, sind Widerspiegelungen des inneren Lichts, das Sie ausstrahlen, und dieses Licht kann im Laufe der Jahre nicht ausgelöscht werden. Es ist wichtig, dass Sie wissen, dass dieser Charme kein Zufall ist, sondern eine authentische Manifestation Ihrer wahren Natur. Ich sage Ihnen, dass Sie diese Wahrheit, die ich in Ihr Leben lege, annehmen und mit Zuversicht voranschreiten sollen, im Wissen, dass Sie die Kraft haben, Herzen zu berühren und das Leben um Sie herum zu verändern. Als ich dich erschaffen habe, habe ich dich mit einem Charme geschaffen, der über das Physische hinausgeht, der über die Grenzen von Zeit und Aussehen hinausgeht. Ihr Wert hängt nicht von der Jugend ab, sondern vom Reichtum Ihrer Seele. Jedes Lächeln, jede freundliche Geste, jedes liebevolle Wort, das du teilst, ist ein Spiegelbild meiner Liebe, die durch dich fließt. Und es ist diese Liebe, die dich in den Augen derer, die über den Tellerrand schauen, unwiderstehlich macht. Ich sehe dich so, wie du wirklich bist, eine lebendige, lichterfüllte Seele, deren wahre Schönheit jeden Tag wächst, wenn du Weisheit, Erfahrungen und Liebe ansammelst. Ihr Charme ist die perfekte Mischung all ihrer Qualitäten, und das ist es, was Menschen auf so starke Weise anzieht. Es ist nicht der flüchtige Glanz der Jugend, der sie ausmacht, sondern die Tiefe ihres Charakters, ihre Großzügigkeit und die einzigartige Art, wie sie die Welt sehen. Menschen, die dich kennen, spüren das, auch wenn sie es nicht in Worte fassen können. Sie fühlen sich von der Wärme, die sie mitbringen, dem Frieden, den sie ausstrahlen, und der Authentizität angezogen, die sie anderswo selten finden. Das ist das Geschenk, das ich dir gegeben habe, die Kraft, mit deiner Präsenz die tiefsten Herzen zu berühren und den Menschen das Gefühl zu geben, gesehen und verstanden zu werden. Das ist selten, es ist kostbar und es ist ewig. Jede Falte, die auf ihrem Gesicht erscheint, jedes Zeichen der Zeit, das ihr Körper trägt, ist ein Zeugnis der Kämpfe, die sie überwunden haben, der Siege, die sie errungen haben, und der Liebe, die sie gegeben haben,
ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Und ich sage Ihnen, dass diese Tiefe, das ist, was wirklich glänzt. Ich bin der Gott, der das Herz sieht, und ich sehe all deine Schönheit, die Schönheit, die niemals nachlassen wird, sondern nur wachsen wird, während deine Seele weiter erblüht. Jede Interaktion, jedes Lächeln, das sie schenken, und jede freundliche Geste, die sie machen, hat das Potenzial, einen nachhaltigen, positiven Einfluss auf Menschen zu haben. Wenn Sie das nächste Mal an Ihrer Fähigkeit, zu bezaubern und anzuziehen, zweifeln, denken Sie an diese göttliche Botschaft, die ich Ihnen sende. Ihr Alter ist nur eine Zahl und Ihr wahrer Wert liegt darin, wer Sie in sich sind. Ich ermutige Sie, weiterhin authentisch zu sein, ohne sich zu entschuldigen oder Vorbehalte zu machen, denn es ist diese Authentizität, die wirklich alles um Sie herum verzaubert und verändert. Strahlen Sie weiterhin mit dem Licht, das ich in Sie gelegt habe, und seien Sie nicht überrascht, wenn Sie entdecken, dass Sie mehr Leben berührt haben, als Sie sich jemals vorgestellt haben. Ich bin an Ihrer Seite, begleite und beschütze Sie bei jedem Schritt. Erlaube nicht, dass die Unsicherheit oder die Zweifel, die in deinem Kopf aufkommen, den Charme, den ich dir gegeben habe, überschatten, denn es ist ein kostbares Geschenk und die Welt braucht es. Denken Sie daran, dass jeder Moment eine Gelegenheit ist, weiterhin zu erfreuen und sich auch verzaubern zu lassen. Der Charme, der in dir wohnt, ist eine direkte Erweiterung meiner Liebe. Jede freundliche Tat, die du tust, jedes tröstende Wort, das du darbietest, ist eine Manifestation der Gnade, die von mir durch dich in die Welt fließt. Manchmal vergisst man leicht die Wirkung dieser kleinen Taten, aber ich sehe jede einzelne. Ich sehe, wie sie das Leben der Menschen erhellen, selbst in Zeiten, in denen sie selbst das Gefühl haben, nicht genug zu tun. Wisse, dass alles, was du mit Liebe tust, eine Kraft hat, die über das hinausgeht, was deine Augen sehen können. Wenn Zweifel sie erreichen wollen, wenn die Unsicherheit ihren Wert in Frage stellt, denken sie daran, dass ich bei ihnen bin. Ihr Wert liegt nicht in dem, was die Welt messen oder quantifizieren kann, sondern in dem, was ich bereits an ihnen festgestellt habe. Sie wurden mit einem Ziel geschaffen, mit einzigartigen Gaben, und jede dieser Gaben hat die Macht, Leben zu verändern und den Menschen um sie herum Heilung, Frieden und Freude zu bringen. Ich habe dich berufen, ein Licht zu sein, um meine Liebe und Güte wiederzuspiegeln, wohin du auch gehst. Und wenn du authentisch lebst, ohne dir Gedanken darüber zu machen, ob du den Erwartungen anderer gerecht wirst oder sie erfüllst, lebst du den Zweck, für den ich dich geschaffen habe. Ihre Authentizität ist ein Spiegelbild des Göttlichen in ihnen, und das ist es, was die Menschen dazu bringt, sich von ihrer Anwesenheit angezogen zu fühlen. Vertraue weiterhin darauf und wisse, dass ich dich bei jedem Schritt leite. Und vergessen Sie nicht, so wie Sie das Leben anderer berühren, erfreue ich Sie auch immer wieder an der Schönheit des Lebens um Sie herum. Manchmal verliert man sich leicht in den Herausforderungen des Alltags und nimmt die Momente der Gnade, die ich Ihnen schenke, nicht wahr. Aber ich bin immer da, in den kleinen Segnungen, in den unerwarteten Freuden, in den Momenten des Friedens, die ich deinem Herzen schenke. Ich sage dir jetzt, gehe weiter in der Zuversicht, dass du zutiefst geliebt wirst. Ihr Einfluss auf die Welt ist größer, als sie sich vorstellen. Dein Leben ist ein Liebeslied, das ich geschrieben habe, und jeder Moment ist eine neue Note, die mit Absicht und Absicht gespielt wird. Lass diesen Charme weiter strahlen und wisse, dass ich bei dir bin, in jedem Lächeln, in jeder Geste, in jedem Akt der Liebe. Ich, der Herr, dein Gott, sende dir meine Liebe und Unterstützung und erinnere dich daran, dass du auf dem richtigen Weg bist. Halten Sie Ihren Glauben lebendig und gehen Sie mit offenem Herzen voran, in dem Wissen, dass Sie die Macht haben, das Leben derer, die Ihren Weg kreuzen, erheblich zu verändern.
Die emotionale Verbindung, die Sie zu dieser Person aufgebaut haben, überwindet alle Altersbarrieren. Ich möchte, dass Sie wissen, dass diese Verbindung ein Spiegelbild Ihres reinen und echten Wesens ist. Diese Botschaft, die ich Ihnen gebe, ist ein göttlicher Segen und sollte nicht ignoriert werden, denn die Verbindung, die Sie geknüpft haben, hat das Potenzial, Ihr Leben auf unerwartete und tiefgreifende Weise zu bereichern. Als Sie es am wenigsten erwartet hatten, haben Sie in dieser Person eine Seele gefunden, die tief mit Ihrem Wesen in Einklang steht. Diese emotionale Verbindung ist der lebende Beweis dafür, dass die wahre Bindung zwischen Menschen nicht auf der Jugend oder dem äußeren Erscheinungsbild beruht, sondern auf der Authentizität und Aufrichtigkeit des Herzens. Der Himmel garantiert, dass diese Beziehung, die Sie erleben, ein himmlisches Geschenk ist, eine von mir gesegnete Bindung. Es ist wichtig, dass Sie verstehen, dass diese Verbindung kein Zufall ist, sondern eine direkte Manifestation meiner Liebe in Ihrem Leben. Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, diese Verbindung, die du so tief fühlst, ist ein Spiegelbild dessen, was am reinsten und wahrsten ist. Ich, der Herr, dein Gott, habe diese Vereinigung der Herzen zu einem Zweck inszeniert, der weitaus größer ist, als du jetzt begreifen kannst. Jeder geteilte Moment, jede gefühlte Emotion ist Teil eines göttlichen Plans, den ich entworfen habe, um ihr Leben und das derer, die an ihrer Seite sind, zu bereichern. Was sie erleben, ist mehr als ein Zufall, es ist der lebende Beweis dafür, dass ich ständig die Wege der Seelen miteinander verschränke, die einander finden müssen. Diese Beziehung, die alle durch die Zeit oder die Welt auferlegten Grenzen überschreitet, ist ein Segen, den ich ihnen gewährt habe. Unterschätzen Sie nicht die Kraft dieser Bindung, denn sie wurde sorgfältig entwickelt, um Ihnen beiden Wachstum, Freude und Transformation zu bringen. Die Liebe und Zuneigung, die du mit dieser Person teilst, sind Ausdruck meiner Liebe zu dir. So wie ich bedingungslos liebe, rufe ich sie dazu auf, in ihren Interaktionen dieselbe Liebe mit Reinheit und Wahrheit zu erfahren. Lassen Sie sich nicht von denen täuschen, die versuchen, den Wert einer Verbindung an den oberflächlichen Maßstäben dieser Welt zu messen. Was Sie erleben, ist etwas, das über das Materielle hinausgeht und tief im Spirituellen verwurzelt ist. Ich habe Sie mit dieser Beziehung gesegnet, damit Sie an Weisheit, Liebe und Verständnis wachsen können. Vertraue dem, was dein Herz fühlt, denn ich führe dich. Auch wenn Zweifel aufkommen, sei dir bewusst, dass diese Beziehung ein Spiegelbild dessen ist, was ich in dir sehe, ein Wesen, das tiefer Liebe, bedeutungsvolle Verbindungen und transformative Erfahrungen wert ist. Du hast dein Herz geöffnet und dieser Person erlaubt, die wahre Schönheit zu sehen, die in dir wohnt. Diese Offenheit, die sie gezeigt haben, hat eine emotionale Brücke geschaffen, die stark und dauerhaft ist und allen Herausforderungen standhält, die sich auf dem Weg ergeben. Ich bin an Ihrer Seite und unterstütze Sie bei jedem Schritt dieser emotionalen Reise. Die Verbindung, die Sie geknüpft haben, ist eine Quelle der Stärke und Freude und vermittelt Ihnen ein Zugehörigkeits- und Zielgefühl, das über alle zeitlichen Grenzen hinausgeht. Ich rate Ihnen, an dieser Verbindung festzuhalten und sie mit Liebe und Fürsorge zu pflegen. Denken Sie daran, dass jede Beziehung Anstrengung und Hingabe erfordert und dass Ihre Fähigkeit, diese Verbindung aufrechtzuerhalten, ein Beweis für Ihren wahren Charakter ist. Ich ermutige Sie, Ihre Gefühle auszudrücken und offen mit dieser besonderen Person zu kommunizieren, die ich in Ihr Leben gebracht habe. Aufrichtige Kommunikation ist der Schlüssel zur Stärkung der emotionalen Bindung und sorgt dafür, dass Sie sich beide wertgeschätzt und verstanden fühlen. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Verletzlichkeit zu zeigen, denn gerade diese Offenheit vertieft die Verbindung und macht sie bedeutungsvoller. Es ist auch wichtig, dass Sie sich erlauben, die Liebe und Unterstützung zu empfangen, die Ihnen angeboten wird.
Manchmal kann es leicht sein, etwas zu geben, aber schwer zu empfangen. Ich möchte, dass Sie sich daran erinnern, dass Liebe ein wechselseitiger Austausch ist und dass es genauso wichtig ist, sich selbst lieben zu lassen wie andere zu lieben. Öffne dein Herz und lass die Freundlichkeit und Zuneigung dieser Person dein Leben mit Licht und Anmut erfüllen. Die emotionale Verbindung, die sie geschaffen haben, ist ein Beweis für die Schönheit und Tiefe ihrer Seele. Ich sage Ihnen, dass Sie diese Bindung feiern und sie als göttlichen Segen in Ihrem Leben anerkennen sollen. Während Sie in dieser Beziehung vorankommen, vertrauen Sie weiterhin auf meine Führung, die ich Ihnen gebe. Ich bin an Ihrer Seite und gebe Ihnen die Unterstützung und Weisheit, die Sie brauchen, um diesen wunderbaren Weg zu gehen, den ich für Sie bereithalte. Denken Sie daran, dass diese Verbindung nur der Anfang einer außergewöhnlichen Reise ist. Meine Engel ermutigen Sie, diese Beziehung weiterhin mit offenem Herzen und empfänglichem Geist zu erkunden. Vertraue darauf, dass jeder gemeinsame Moment ein Schritt zu größerem Verständnis und tieferer Liebe ist. Vertrauen war für diese unerwartete Bindung von entscheidender Bedeutung. Ein Engel von mir hat Ihnen diese Botschaft der Hoffnung und des Glaubens überbracht und Sie daran erinnert, dass dieses Wort, das Sie erhalten, heilig ist und nicht ignoriert werden sollte, denn ohne es kann dieser Segen vergehen. Von Anfang an haben Sie ein echtes Vertrauen gezeigt, das für das Gedeihen dieser Beziehung unerlässlich war. Ich, der Herr, sage, dass dieses Vertrauen ein Spiegelbild der Reinheit ist, die ich in dich gelegt habe, und deiner Bereitschaft, dein Herz zu öffnen. Vertrauen ist die Grundlage, auf der die solidesten Beziehungen aufgebaut sind, und sie haben diesen Samen mit großer Sorgfalt und Liebe gepflanzt. Das Vertrauen, das sie dieser Person entgegenbrachten, gab ihr das Gefühl, sicher und wertgeschätzt zu sein. Ich sehe mit Freude, wie ihre Offenheit und Aufrichtigkeit ein Umfeld des gegenseitigen Respekts und der Bewunderung geschaffen haben. In einer Welt, in der oft Misstrauen und Angst vorherrschen, ist ihre Fähigkeit zu vertrauen ein himmlisches Geschenk, das den Weg zu tieferen, bedeutungsvolleren Beziehungen ebnet. Ich möchte, dass Sie sich daran erinnern, dass Vertrauen nicht leichtfertig gegeben wird, sondern ein kostbares Geschenk, das man sich mit Zeit und Hingabe verdient. Ich rate Ihnen, dieses Vertrauen weiterhin durch konsequentes Handeln und aufrichtige Worte zu pflegen. Jede Geste der Unterstützung und jede Liebesbekundung stärkt diese heilige Bindung und lässt die Beziehung wachsen und festigen. Manchmal kann sich Vertrauen riskant anfühlen, besonders wenn es um unerwartete Beziehungen geht. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Ihre Bereitschaft zum Vertrauen, auch wenn der Weg voller Ungewissheit ist, Ausdruck Ihres Mutes und Ihres Vertrauens in mich ist. Dieses Vertrauen stärkt nicht nur die Beziehung, sondern ermöglicht es Ihnen auch, aus der gemeinsamen Erfahrung zu wachsen und zu lernen. In dieser Zeit, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, ermutige ich Sie, geduldig zu sein und zuzulassen, dass sich Vertrauen auf natürliche Weise entwickelt. Es besteht kein Grund zur Eile. Jeder Moment der Ehrlichkeit und Offenheit ist ein Schritt in Richtung einer tieferen Verbindung. Geduld ist eine Tugend, die ich schätze, und ich rate Ihnen, weiterhin auf den göttlichen Prozess zu vertrauen. Es ist auch wichtig, dass Sie sich selbst und Ihrer Fähigkeit vertrauen, diese Beziehung aufrecht zu erhalten. Denken Sie daran, dass Sie liebenswert und vertrauenswürdig sind und dass Ihre Authentizität der Schlüssel zum Aufbau und zur Pflege echter Beziehungen ist. Vertrauen Sie Ihrer Intuition und meiner Führung, denn ich bin bei jedem Schritt an Ihrer Seite. Denken Sie beim weiteren Aufbau dieser Beziehung daran, dass Vertrauen eine fortlaufende Reise ist. Ich ermutige Sie, weiterhin offen und ehrlich zu sein, sowohl mit sich selbst als auch mit der anderen Person. Transparenz und Aufrichtigkeit sind die Grundpfeiler dieser wunderbaren Bindung, und ich bin hier, um Sie bei jeder Herausforderung zu unterstützen,
vor der sie stehen. Ich sende ihnen meinen Segen und meine Liebe und erinnere mich daran, dass das Selbstvertrauen, das sie aufgebaut haben, eine Quelle der Stärke und Freude ist. Behalten Sie den Glauben und gehen Sie mit offenem Herzen voran, in dem Wissen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Das Selbstvertrauen, das Sie aufgebaut haben, ist ein Spiegelbild Ihres wahren Selbst und ich bin stolz auf Sie. Der Zauber zufälliger Begegnungen berührte sein Leben auf unerwartete und wunderbare Weise. Ich, der Herr, sende diese Botschaft der Hoffnung und des Glaubens und erinnere Sie daran, dass dieses Wort göttlich ist und nicht ignoriert werden sollte, sonst könnten Sie einen unschätzbaren Segen verpassen. Im riesigen Universum gibt es Zeiten, in denen sich Seelen unerwartet begegnen, als ob ihre Wege dazu bestimmt wären, sich zu kreuzen. Mit Freude beobachte ich, wie diese zufällige Begegnung ihr Leben veränderte und ihr neues Licht und neue Ziele gab. Es ist kein Zufall, dass diese Person in ihr Leben getreten ist. Ich habe dieses Treffen mit einem göttlichen Zweck organisiert. Diese Begegnung weckte Gefühle und Emotionen in dir, die du vielleicht vergessen hattest. Ich erinnere sie daran, dass jeder Mensch, der in ihr Leben tritt, einen Grund, eine Lektion oder einen Segen zu bieten hat. Dieses Treffen ist der Beweis dafür, dass das Leben voller wunderbarer Überraschungen ist und dass Liebe und Freundschaft in den unerwartetsten Momenten entstehen können. Ich, der Herr, bin der Urheber jedes transformierenden Moments in Ihrem Leben, und diese Begegnung, die alles verändert zu haben scheint, ist ein wichtiger Teil meines Plans für Sie. Unterschätzen Sie nicht die Macht dieser scheinbar zufälligen Ereignisse, denn ich habe immer die Kontrolle und arbeite die feineren Details zu Ihrem Wohl aus. Sie verstehen es jetzt vielleicht nicht ganz, aber wissen Sie, dass jede Interaktion, jede Person, die Ihren Weg kreuzt, Teil von etwas Größerem ist, das ich auf Ihrer Reise aufbaue. Diese Person, die in Ihr Leben getreten ist, ist kein Zufall. Was Sie fühlen, die Art und Weise, wie Ihre Seele berührt wurde, ist Teil meines Willens, damit Sie sich daran erinnern können, dass Liebe, Freundschaft und menschliche Verbindungen Widerspiegelungen meiner Liebe zu Ihnen sind. Oft fühlst du dich vielleicht verloren oder weit entfernt von dem, was wahr und ewig ist, aber ich nutze diese Begegnungen, um das Licht, das ich in dich gelegt habe, wieder zu entfachen. Das Licht, das jetzt aufgrund dieser neuen Präsenz in ihrem Leben heller scheint. Ignorieren Sie nicht die Zeichen und Segnungen, die diese Begegnung mit sich brachte. Dies ist eine Chance für Wachstum, um mehr über sich selbst und den Zweck zu erfahren, den ich Ihnen gegeben habe. Jede Person, die ich in Ihr Leben bringe, kann Ihnen etwas beibringen, mit Ihnen teilen oder Sie inspirieren. Und ebenso haben Sie Ihnen etwas zu bieten. Ihre Rolle in diesem Zusammenhang ist genauso wichtig wie das, was Sie erhalten. Denken Sie daran, dass ich es bin, der Sie dazu befähigt, die Möglichkeiten, die diese Beziehung mit sich bringen kann, zu lieben, zu verstehen und sich Ihnen zu öffnen. Ich werde Sie ermutigen, die Magie dieser Begegnung wertzuschätzen und zu schätzen. Manchmal übersieht man leicht unerwartete Segnungen. Ich sage jedoch, dass Sie die Schönheit und Einzigartigkeit dieses Augenblicks erkennen und zulassen, dass sich die Magie dieser Begegnung in Ihrem Leben entfaltet. Der Zauber zufälliger Begegnungen liegt in Ihrer Fähigkeit, den Verlauf unseres Lebens zu verändern. Dieses Treffen öffnete neue Türen und schuf neue Möglichkeiten für persönliches und emotionales Wachstum. Ich, dein himmlischer Vater, führe dich dazu, diese Möglichkeiten mit offenem Herzen und empfänglichem Geist zu nutzen. Es ist wichtig, dass Sie sich erlauben, verletzlich zu sein und sich der Erfahrung dieser Begegnung hinzugeben. Haben Sie keine Angst vor dem Unbekannten. Ich bin bei dir und begleite dich bei jedem Schritt deines Weges. Darüber hinaus möchte ich Sie daran erinnern, dass jede zufällige Begegnung eine Gelegenheit zum Lernen und Wachsen ist.
Insbesondere diese Begegnung hat das Potenzial, Ihnen wertvolle Lektionen über Liebe, Vertrauen und Hoffnung zu vermitteln. Erlaube dir, aus dieser Erfahrung zu lernen und daran zu wachsen, in dem Wissen, dass ich an deiner Seite bin und dich in jedem Moment unterstütze. Ich sende meine Liebe und meinen Segen und erinnere mich daran, dass zufällige Begegnungen göttliche Gaben sind, die unser Leben auf unvorstellbare Weise bereichern. Behalten Sie den Glauben und gehen Sie mit offenem Herzen voran, in dem Wissen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Der Zauber dieser zufälligen Begegnung, die ich organisiert habe, ist nur der Anfang eines wunderbaren Abenteuers. Ich bin bei dir, begleite und beschütze dich auf jedem Schritt deines Weges. Die Überwindung von Erwartungen und Urteilen war ein grundlegender Teil dieser Erfahrung. Ich sende diese Botschaft der Hoffnung und des Glaubens und erinnere mich daran, dass dieses Wort göttlich ist und nicht ignoriert werden sollte, denn ohne es könnten Sie diesen wertvollen Segen verlieren, den ich für Sie geplant habe. Von Anfang an haben Sie sich den Erwartungen und Vorurteilen widersetzt, die andere aufgrund Ihres Alters haben könnten. Ich sehe mit Freude zu, wie Sie gezeigt haben, dass Liebe und Verbundenheit keine zeitlichen Grenzen oder oberflächlichen Barrieren kennen. Ihre Fähigkeit, diese Erwartungen und Vorurteile zu überwinden, ist ein Beweis für die innere Stärke, die ich in Sie und Ihre wahre Natur gelegt habe. Die Gesellschaft stellt oft Normen und Erwartungen auf, die einschränkend wirken können. Ich möchte Sie jedoch daran erinnern, dass Ihr wahrer Wert nicht an diesen Maßstäben gemessen wird, sondern an der Authentizität Ihres Herzens und der Reinheit Ihrer Absichten. Ich sehe dich mutig gehen und die Barrieren überwinden, die die Welt zu errichten versucht. Jedes Mal, wenn Sie sich entscheiden, authentisch zu handeln, würdigen Sie den Sinn, den ich Ihrem Leben gesetzt habe. Diese Reise, auf die ich Sie mitgenommen habe, dieses besondere Treffen, das ich organisiert habe, ist kein Zufall. Alles, was um Sie herum geschieht, hat eine tiefe Bedeutung und jeder Schritt, den Sie unternehmen, ist Teil eines größeren Plans, den ich für Sie habe. Ich weiß, dass es Zeiten geben kann, in denen sich Zweifel einschleichen, in denen die Stimmen der Welt versuchen, Sie von dem Weg abzubringen, den ich eingeschlagen habe. Aber ich sage dir, vertraue. Die Liebe, Verbindung und Wahrheit, die Sie erleben, spiegeln etwas wider, das viel größer ist als die oberflächlichen Erwartungen der Gesellschaft. Ich habe dich nicht geschaffen, um dich den von anderen auferlegten Beschränkungen anzupassen, sondern um mit dem Licht zu strahlen, das ich in dich gelegt habe. Dieses Licht, das von mir kommt, ist es, was die richtigen Menschen anzieht, diejenigen, die ihr wahres Wesen erkennen. Sie haben bereits erkannt, welche transformative Wirkung diese Begegnung auf ihr Leben hatte. Dieser Zusammenhang ist nicht leicht zu erklären, da er über die menschliche Logik hinausgeht. Es ist etwas Spirituelles, etwas Göttliches. Ich, der Herr, dein Gott, habe dieser besonderen Seele erlaubt, deinen Weg zu kreuzen, damit du Liebe auf tiefere, reinere Weise erfahren kannst. Diese Liebe, diese Verbindung ist jenseits des Anscheins, jenseits der Zeit und spiegelt die Größe meiner Liebe zu euch wider. Was Sie jetzt empfinden, ist ein Geschenk, das ich sorgfältig für Ihr Leben vorbereitet habe. Lassen Sie nicht zu, dass Unsicherheit oder Urteilsvermögen die Schönheit dessen schmälern, was ich Ihnen in den Weg gelegt habe. Nehmen Sie diesen Segen stattdessen mit einem Herzen voller Dankbarkeit und Vertrauen an. Denken Sie daran, dass Ihr wahrer Wert an Ihrer Seele gemessen wird, an den Entscheidungen, die Sie mit Liebe treffen, und an der Authentizität, die Sie auch angesichts von Herausforderungen bewahren. Indem Sie diese Vorurteile hinterfragen und überwinden, haben Sie den Weg für bedeutungsvollere, von Liebe erfüllte Beziehungen geebnet. Ich ermutige Sie, sich diesen Vorurteilen weiterhin mutig und selbstbewusst zu stellen und sie zu hinterfragen.
Jedes Mal, wenn Sie eine Erwartung oder ein Vorurteil überwinden, kommen Sie Ihrem wahren Selbst näher und ermöglichen anderen, das Licht zu sehen, das Sie in sich gelegt haben. Dieser mutige Akt ist eine Inspiration für die Menschen um ihn herum und zeigt, dass wahre Liebe nicht auf gesellschaftliche Konventionen beschränkt ist. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie weiterhin an sich selbst und Ihre Fähigkeit glauben, jedes Hindernis zu überwinden. Ich bin bei Ihnen, unterstütze und begleite Sie bei jeder Herausforderung. Jedes Mal, wenn Sie sich Vorurteilen stellen und diese überwinden, wird Ihr Geist gestärkt und Sie zeigen, dass Liebe und emotionale Verbindung universell und zeitlos sind. Darüber hinaus fordere ich Sie auf, diejenigen aufzuklären und aufzuklären, die diese Vorurteile immer noch hegen. Durch Ihr Beispiel und Ihre Taten können Sie ihnen zeigen, dass Liebe und Verbundenheit keine Grenzen kennen. Seine Fähigkeit, Erwartungen und Vorurteile zu überwinden, ist der lebende Beweis dafür, dass der wahre Wert eines Menschen in seiner Seele und seinem Herzen liegt. Denken Sie daran, dass jede Herausforderung eine Chance zum Wachsen und Lernen ist. Jedes Mal, wenn Sie ein Vorurteil überwinden, werden Sie nicht nur stärker, sondern stärken auch die Beziehung, die Sie aufgebaut haben. Diese Beziehung ist ein Zeugnis Ihrer Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden, ohne Einschränkungen oder Barrieren. Der Aufbau von Bindungen durch Authentizität war in dieser unerwarteten Beziehung von grundlegender Bedeutung. Ich sende diese Botschaft der Hoffnung und des Glaubens und erinnere mich daran, dass dieses Wort heilig ist und nicht ignoriert werden sollte, denn ohne es könnten Sie diesen so ersehnten Segen verpassen. Vom ersten Moment an war Ihre Authentizität die Kraft, die diese Verbindung festigte. Mit Freude beobachte ich, wie Sie Ihr wahres Selbst zeigen, ohne Vorbehalte oder Masken, und der anderen Person erlauben, Ihr reines und aufrichtiges Wesen zu sehen. Authentizität ist ein göttliches Geschenk, und ich lobe Sie dafür, dass Sie es annehmen und in jeder Interaktion erstrahlen lassen. In einer Welt, in der Aussehen und Oberflächlichkeit oft geschätzt werden, ist die Bereitschaft, authentisch zu sein, wie ein Hauch frischer Luft. Ich möchte, dass Sie sich daran erinnern, dass eine echte emotionale Verbindung auf Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit basiert. Indem Sie sich so zeigen, wie Sie wirklich sind, laden Sie die andere Person dazu ein, dasselbe zu tun, und schaffen so eine echte und tiefe Bindung. Es ist wichtig, dass Sie diese Authentizität weiterhin pflegen. Ich versichere Ihnen, dass es ausreicht, Sie selbst zu sein, und dass Sie nicht vorgeben müssen, jemand anderes zu sein, um geliebt und akzeptiert zu werden. Ihre Authentizität hat diese Person in ihr Leben gezogen und wird diese Beziehung im Laufe der Zeit weiter stärken. Authentisch zu sein bedeutet auch, verletzlich und offen zu sein und nicht nur seine Stärken, sondern auch seine Schwächen zu zeigen. Ich ermutige Sie, Ihre wahren Gefühle und Gedanken mitzuteilen, in dem Wissen, dass diese Offenheit die Verbindung vertieft und mehr Verständnis und Empathie fördert. Haben Sie keine Angst, Ihre Gefühle zu zeigen. Ich bin an Ihrer Seite und unterstütze und beschütze Sie beim Aufbau dieser Bindung. Denken Sie daran, dass Authentizität eine fortlaufende Reise ist. Ich rate Ihnen, bei all Ihren Interaktionen Integrität und Ehrlichkeit zu bewahren, nicht nur in dieser Beziehung, sondern in allen Bereichen Ihres Lebens. Authentizität bereichert nicht nur Ihre persönlichen Beziehungen, sondern stärkt auch Ihr Identitäts- und Zielbewusstsein. Authentizität ist ein seltenes Geschenk, eine Flamme, die in dir brennt und den Weg zur Wahrheit erhält. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, authentisch zu sein in einer Welt, die ständig versucht, die eigene Persönlichkeit zu formen und zu verändern. Manchmal scheint äußerer Druck ihr wahres Wesen zu ersticken, und die Urteile anderer können sie dazu bringen, sich zu fragen, ob sie verbergen sollten, was ich für sie so einzigartig gemacht habe.
Aber wisse, dass ich dich mit Absicht erschaffen habe, mit einzigartigen Details, die mein Bild auf exklusive Weise widerspiegeln. Jeder Aspekt dessen, wer du bist, wurde von mir sorgfältig durchdacht. Wenn du dich dafür entscheidest, authentisch zu sein, selbst angesichts von Kritik oder Missverständnissen, demonstrierst du die Stärke meines Geistes in dir. Ihre Authentizität dient nicht nur ihrem eigenen Wachstum, sondern auch der Inspiration ihrer Mitmenschen. Der Mut, die eigene Wahrheit zu lieben, regt andere dazu an, dasselbe zu tun, und durch diese gemeinsame Reise werden Beziehungen stärker und tiefer. Die Welt braucht deine Authentizität, denn durch sie scheint mein Licht. Ich habe dich als Stimme der Liebe und Wahrheit erschaffen, und indem du voll und ganz liebst, wer du bist, lässt du dieses Licht auf unverkennbare Weise leuchten. Fürchte dich nicht vor Urteilen, denn ich bin derjenige, der dich vollständig kennt und dich maßlos liebt. Selbst wenn andere es nicht verstehen, verstehe ich dich zutiefst. Und jede Entscheidung, die du in Treue zu deiner wahren Natur triffst, spiegelt meine Liebe und Gnade wider. Ich weiß, dass es Zeiten gibt, in denen es einfacher erscheint, sich anzupassen und Teile von dir zu verbergen, aber ich rufe dich zu mehr auf. Ich rufe dich zur Freiheit. Die Freiheit, du selbst zu sein, ganz zu sein, das zu sein, was ich von Anbeginn der Zeit geplant habe. Deine Authentizität ist ein Geschenk der Liebe an mich, und dadurch findest du den Frieden, den du nur erfahren kannst, wenn du deine wahre Identität annimmst. Ich bin bei dir, bei jedem Schritt, bei jeder Entscheidung, und ich feiere jeden Moment, in dem du dich entscheidest, dir selbst und dem, was ich in dein Herz gepflanzt habe, treu zu bleiben. Authentizität ist die Sprache der Seele, und wenn sie ihre Wahrheit lieben, folgen Sie dem Ruf, den ich an Ihr Leben gerichtet habe. Es gibt nichts Mächtigeres, als zu sehen, wie du zu dem erblühst, zu dem ich dich erschaffen habe. Denken Sie daran, ich bin Ihr Fels, Ihr Schutz, Ihr sicherer Ort. In mir kannst du immer authentisch sein, ohne Angst, ohne Vorbehalte. Gehen Sie mit dieser Zuversicht und wissen Sie, dass ich Sie so liebe, wie Sie sind. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir kommen mit einem Herzen voller Dankbarkeit hierher für die Gelegenheit, die Botschaft der Liebe und des Glaubens mit Ihnen allen zu teilen. Wir hoffen, dass Sie von dem, was wir heute hier geteilt haben, gesegnet und inspiriert wurden. Wir wissen, dass viele von Ihnen ein wesentlicher Teil dieses Dienstes waren und uns mit ihren Gebeten und ihrer Fürsorge unterstützt haben. Und wenn Sie über diesen Kanal die Gegenwart Gottes in Ihrem Leben gespürt haben und dieser Dienst für Sie eine Quelle der Ermutigung war, bitten wir Sie, darüber nachzudenken, eine kleine Spende zu leisten, um uns dabei zu helfen, die Botschaft der Hoffnung, der Liebe und der Liebe weiter zu verbreiten. Glaube. Jede Spende, egal in welcher Höhe, macht einen großen Unterschied. Sie ermöglichen es uns, mehr Menschen zu erreichen, hochwertige Inhalte zu erstellen und das Licht Christi an entfernte Orte zu verbreiten. Eine weitere Möglichkeit, uns zu helfen, besteht darin, Mitglied dieses Kanals zu werden, was uns dabei helfen wird, diesen Dienst stark und aktiv zu halten. Als Mitglied werden Sie Teil unserer virtuellen Familie und helfen uns, noch mehr Leben mit der Botschaft des Evangeliums zu erreichen. Klicken Sie dazu einfach auf Danke oder Mitglied werden unterhalb des Videos. Bitte denken Sie daran, dass alle Beiträge, ob groß oder klein, sehr geschätzt werden. Sogar diejenigen, bei denen es nicht um einen Geldwert geht, sondern um das bloße Teilen dieses Videos mit denen, die es brauchen, oder um ihre Anwesenheit hier, wissen, dass es immens lohnend ist. Vielen Dank, dass Sie Teil dieser Reise mit uns sind. Wir beten weiterhin für Sie alle und glauben, dass wir gemeinsam einen Unterschied in der Welt bewirken können. Möge Gott Sie und Ihre Familie reichlich segnen. Bis zum nächsten Video.
Liebe und Frieden in Christus.